Ja, perfekt. Holzhaken. Und wenn ich jetzt die Lampe nehme, in der Hand nehme und an... Jawohl! Einen schönen guten Abend hier von meiner Insel im Pazifik bei Stranded Deep. Und ich bin schon fleißig am Arbeiten. Ich habe ja in der letzten Folge viel Holz gesammelt und das muss erstmal auf den Stapel. Ich habe noch eine ganze Menge zu tun. Denn ich möchte ja an meinem Traumschloss weiterarbeiten. Nanu? Kaputt? Was ist denn hier los? Die ist in Ordnung. Was? Kaputte Planken? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Oh, es wird schon wieder dunkel. Und ich muss meine Wassersammler füttern. Ach, immer diese Hausarbeit. So, wie geht's mir? Oh, das sieht gut aus. Naja, gut. Dann mache ich erstmal wieder ein bisschen Gartenarbeit hier. Oh, ich habe noch gar nicht geerntet, sehe ich gerade. Gegossen habe ich. So. Aber gejätet habe ich noch nicht. Meine Taschenlampe hier. Dann ernte ich mal die Kartoffel. Und die Pipi-Pflanze. Und ja, bevor sie mir vergammelt, die Quavafrucht. Okay. So, hier muss mit Sicherheit auch noch was drauf. Genau. Einmal Gemüse, bitteschön. Jawohl. Auf dass das Wasser fließe. Ich glaube. Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenlampe. Ah. Ist doof, dass man immer nur eine Sache in der Hand haben kann. Eine Helmlampe, die wäre noch echt cool. So, die Pipi-Pflanze. Kartoffel kommt natürlich in eine Kartoffelkiste. Wozu haben wir so eine? Kartoffeln. Hier habe ich noch verdorbene Quavafrüchte. Also die kann ich dann anbauen, mehr aber auch nicht. So, die Kartoffeln. Die brauche ich ja sowieso nur, um daraus Schnaps zu destillieren. Also für einen Verbrenner, nicht zum Trinken. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt trinken kann. Ich glaube nicht. Okay, ja, weiter geht's. Was soll's? Ich muss das Holz alles rausholen. Und das ist viel Holz. Denn hier gibt es viel Holz. Ui. So, nee, hier nicht. Aber hier eins. So, eine Kiste leer. Aber ich habe ja noch genug andere. So, ich kann immer nur vier mitnehmen. Und jetzt kann ich die Lampe nicht. Hoffentlich liegt hier nichts Gefährliches. Nee. Dann merke ich mir mal den Weg. So, Holzstamm. Alles auf den Stapel. Ah, das geht nur bis 10, genau. Naja, dann mache ich mal gleich Sägebock. Nein. Planke Abfall. Können wir gleich. Ne, nicht da drunter legen. Hier. So zum Beispiel. Hoffentlich sehe ich die dann auch. Das ist irgendwie ein bisschen. Oh, Levelaufstieg Handwerk. Perfekt. Ja, langsam sind wir Profi-Handwerker. Ja. Nein. Lange drücken. So. Kann ich damit auch Stapel machen? Palettenstapel. Ja, natürlich. Vielleicht hier? Oder kann ich hier auch einen Palettenstapel erstmal hinmachen? So einer Baustelle müsste das eigentlich gehen. Nein. Nur auf dem Boden, ne? Na, nochmal. Eben konnte ich doch Palettenstapel machen.
Ich hatte Palettenstapel gesehen. Ich nehme noch mal eine Planke auf. Vielleicht brauche ich wenigstens zwei. Auch nicht. Oder drei. Hm, okay. Dann mache ich noch eine Palette. Dann habe ich vier auf der Tasche. Halt, Tasche. Nein, Tasche. Jetzt bin ich wieder am Stapel. Okay. Dann könnte ich ja hier anfangen, die zweite Etage einzubauen. So, ich hoffe, es geht, dass ich den Hammer noch nachher... Ja, müsste gehen. Hammer in der Hand. Ach, guck, das kleine Schwein. Es ist wieder auf den Boden der Tatsachen gekommen. Ja, hallo, kleines Schwein. Freut mich, dass du da bist. Ich habe gar nicht geguckt, ob irgendwelche Krabben nachgespawnt sind. Auf jeden Fall nicht bei mir. Ist okay. So, ich brauche Planke Boden. Genau. Und hau sie zusammen. Und noch einen. So. Okay. Wir arbeiten an der zweiten Etage. Gut, und dann hole ich mir gleich erstmal wieder neues Holz. So, ich will trotzdem mal hier gerade kurz kontrollieren, ob dieser Weg absolut sicher ist. Obwohl, hier gibt es nichts Absolutes. Wer weiß, wann der nächste Sandhai kommt oder so. Hm, wer weiß. So, hier war noch Holz drin. Eins, zwei. Dann sind die schon mal wieder leer. Hier oben ja sowieso nicht. Und dann geht's hier weiter. Nicht genug Platz im Inventar. Haben schon wieder zwei? Ah ja, da höre ich den Hammerhai? Auf jeden Fall ein Hai. Auf der anderen Seite, hier dürfte er eigentlich gar nicht hinkommen. Hier ist es so flach. Naja. Lassen wir den Hai heien. Kann er gerne machen. Ich könnte auch hier einen zweiten Stack noch machen. Was soll's. Andererseits hier so viel Stapel, dass es langsam unübersichtlich wird. Ich glaube, ich arbeite gleich weiter an der Planke. Plankenabfall, ja. Komm hier, werf. Planken. Und nochmal Planken. So. Moment. Nee. Die werfe ich gleich jetzt mal wieder ab. Ich brauche ja immer vier Planken für einen halbwegs sauberen Boden. Die Wände sind da nicht so das Problem, aber wenn ich was auf den Boden stellen will, sind diese Böden hier sehr unschön. Vor allem, wenn man da noch was drauf liegen hat und man findet das nicht wieder. Also selbst da sind hier diese Plankenböden schon schlecht. Also den Hammer, den sehe ich jetzt noch gerade. Gott sei Dank sorgt die Lampe hier für Licht. Was soll eine Lampe auch sonst anders tun, ne? Kann ich schon was essen? Halt. Na, oh, geht noch. Also die Frucht, die Quavafrucht, die macht gut satt. Und liefert auch Wasser. Deswegen will ich erst noch ein bisschen arbeiten. Vielleicht gibt sie dann zum Frühstück. Hauptsache, sie vergammelt mir nicht. Aber momentan sieht es noch gut aus. So, Holz, 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 Holz. 1, 2, 3, 4. Und weiter geht's. Ich glaube, es ist tatsächlich am besten, wenn ich auslade und sofort verarbeite. So. Kannst du da nicht einfach abwerfen? Warum nicht? Jetzt. Fallen lassen. Fallen lassen. Ach so. Okay, so. Gut, dann ja, weiter. Weiter im Text. Planken. Planken.
Planken. Planken. Jetzt habe ich wieder 4 Planken auf der Tasche. Ich glaube, hier liegen noch 3. Mit 3 Planken komme ich aber nicht weiter. Also. Hammer. Ja, klar. If I had a hammer. So. Und jetzt. Falsche Taste. Planke. Boden. Man kann auch Böden weiterbauen, aber ich glaube, da muss ich noch irgendwo eine Stütze einbauen. Das sind dann eben nur dünne Stöcke und ich glaube, da brauche ich auch noch Stöcke für. Mal gucken, ob das jetzt so erstmal weiter funktioniert. Gib mir mal noch so einen. Den verplanke ich mal gerade. Nehmen die anderen 3. Ach, das waren sogar 4. Ah, okay. Ah, Planken können wir gar nicht genug haben. So, Planke Boden. Ja, langsam wird das was. So, da kommt dann auch hier irgendwann mal ein schönes Bett hin und ein Tisch. Mal gucken. Wände wären natürlich auch nicht schlecht. Ja, ich brauche extrem viel Holz. Ich sehe es ein. Okay, weiter geht's. Noch haben wir es ja. Jogging. Und. So, Lea. Nächste. Wie gesagt, Holz ist da. Noch. Aber das geht so schnell. Also die Plankenböden sind wirklich extrem teuer. Kann man nicht anders sagen. Kann ich planken? Moment. Ich lege mal einen weg, dann kann ich planken. Planken. Okay. Okay. Mann! Ich komme mir schon vor wie Max Planck. So, Planke Boden. Nächste. Ah, jetzt habe ich die Ausrichtung. Ah, die ist wieder anders ausgerichtet. Aber es sind die Böden unter mir ja auch. Insofern passt das. So. Hier muss ja frei bleiben, sonst komme ich hier nicht hoch. Die Wand muss ich auch höher ziehen. Ja, das sieht schon. Es ist noch hier ein bisschen offen, aber da arbeiten wir auch noch dran. Kein Thema. Weiter geht's. Wie spät ist denn das überhaupt? 1.18 Uhr. Eigentlich könnte ich ein bisschen Schlaf gebrauchen, aber man muss ja nicht schlafen. Es war ganz gut, um die Nacht rumzubringen, aber ich habe jetzt ja genug zu tun, ob ich jetzt tagsüber oder Nacht arbeite. Das ist dann auch egal. So, 1, 2, 3, 4. Mehr geht nicht. Weiter. Schon sehr anstrengend. Aber einträglich. Yeah. Ich baue mir ein Schloss. So wie im Märchen. Achso, ich brauche erst Planken. Mist. Ja. Mal gerade eine Planke parken. Dann geht das auch wieder los. Und die, das Produkt meiner Arbeit landet auch sofort im Inventar. So, einen brauchen wir noch. Ja, danke. Und weiter wird geplankt. Nein, hier wird geplankt. So. Ja, das wäre dann auch der letzte, glaube ich, ne? Halt. Hier geht's noch schneller. So. Komisch, der ist jetzt wieder so. Das sieht ein bisschen doof aus.
Dann drehe dich wenigstens. Moment, wie war nochmal rotieren? So, alles klar. Okay, Obergeschoss. Im Augenblick mein Dach. Aber steht. Hier ist es ein bisschen dunkel, finde ich. Habe ich noch irgendwo solche so Stehlampen auf der Tasche? Ne, hier habe ich nur Bojen, Bojen, Bojen. Die Stehlampe möchte ich auch noch nicht so gerne wegreißen. Ich meine, aber da hätte ich auch schon mehrere von gehabt. Da! Da ist noch eine. Ah, komm. Die stellen wir mal hier an die Wand. Jawohl. Man kann doch auch Haken machen. Moment. Wie war das mit den Lampen? Moment, stopp, stopp, stopp. Was habe ich jetzt gemacht? Wieso habe ich jetzt noch eine Planke über? Oder die lag hier? Und ich habe sie nicht gesehen. Hm. Vier Planken. Hier können wir noch Planken zwischenparken. Ob ich daran denke, dass da noch eine Planke drin liegt, weiß ich nicht. Aber vielleicht finde ich sie irgendwann und dann freue ich mich. So, was wollte ich machen? Ach, richtig. Ich wollte mal gucken, ob ich einen Wandhaken machen kann. Ich habe ja schon mal versucht, einen Haken zu bauen. Wo waren denn die Haken? Bauen. Wahrscheinlich bei Bauen. Nee. Das ist Dach, das ist Treppe, Tür, haben wir alle schon. Transportmittel. Gab es noch irgendwas anderes? Holzpflanzbeet, nein. Mir ist Verbrauchsgegenstände, nee, kann es ja auch nicht sein. Schiene, ich hoffe nicht, dass ich sowas brauche. Brauchte ich schon. Wenn man sich die Beine gebrochen hat, will ich aber möglichst nicht nochmal machen. Ah, Mann. Muss ja doch bei Handwerk irgendwo sein. Vogelfalle, Fischfalle, Werkzeuggürtel. Ja, da steht auch noch an, dass ich das mal rausfinde. Holzhaken, da ist er doch. Einfach nur zwei Hölzer. Ich habe doch genug Holz. So, wie sieht denn das mit meinem Hunger aus? Ich habe auf jeden Fall Durst und auch relativ Hunger. Dann hoffe ich, dass ich mir jetzt diese Quavafrucht munden lassen kann. Und, boah, ich bin voll satt, aber die Durstlöscherei, die hat nicht ganz funktioniert. Ich muss noch ein bisschen trinken. So. Dann holen wir uns halt nochmal frisches Holz. Noch habe ich ja ein paar Kisten, die voll Holz sind. Die nicht mehr. Die auch nicht mehr. Oh, okay. Aber hier. Eins. Zwei. Irgendwie meinte ich eben, da auch noch Holz gesehen zu haben. Aber ich bin mir nicht sicher. Ja. Habe ich fast die Nacht durchgearbeitet. Doch, irgendwas liegt doch da. Ach, das waren die Steine. Schade. So, mein Pflänzchen geht es ja noch ganz gut. Ihr sollt wieder schön wachsen, wie sich das gehört. Hier legen wir noch was nach. Hier wächst schon wieder was nach. Na komm her. Jede Pflanzenfaser zählt, sage ich ja immer. Och. Ohne Ende. Da ist noch eine. Unkraut. Nein. Die sind echt gut. Die sind sehr hilfreich. So, ups. Ah. Hier habe ich ja auch einen Holzstapel. Ich glaube, der ist nicht mehr allzu groß.
Und den werde ich mal ein bisschen vergrößern. Gib mir eine Axt, auf dass ich sie benutze. Jawohl. 2, 3, 4 und gleich nochmal. 1, 2, 3, 4. So. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Und 2 hebe ich mir auf. Da versuche ich es jetzt nochmal mit dem Haken. Ich würde hier ja gerne einfach einen Haken an der Wand machen. Ich hoffe, dass das geht. Da brauche ich wahrscheinlich wieder einen Hammer. Da ist er, Holzhaken. Und ich kann ihn... Ja! Perfekt. Holzhaken. Und wenn ich jetzt die Lampe nehme, in der Hand nehme und an... Jawohl! Perfekt! Das geht! Und ich hätte mich beinahe aufgeregt. Haha! Schön! Nee, so... Oh. Ja, und das automatische Ausschalten. Hier wird Energie gespart. Okay, ich denke, ich mache hier unten erstmal, also zumindest auf der Seite zu. Auf der Seite lasse ich mal noch auf, denn noch ist es eine Baustelle und ich muss ja oben auch noch weiter bauen. Und es ist bequemer, hier durchzugehen. Da werde ich auch schon wieder, ich nehme neues Holz. Denn ich muss ja auch noch ausladen. Hi. Es gurgelte so verdächtig. Aber ich sehe ihn eh nicht. Also insofern egal. So, die sind auch schon wieder leer. Aber hier geht's noch weiter. Jo, das war's. So, Hunger, Durst geht. Beziehungsweise ist eigentlich schon wieder geheilt. Der Stack hier voll. Nö, da passen noch 2 drauf. Das ist umso besser. So, jetzt muss ich mal gerade... Nein, ich brauche den Hammer gerade mal in der Hand. Wände. Wände waren hier. So. Holzwand. Ne, da brauche ich... Für die Wände brauche ich auch nur Sticks. Und da werde ich jetzt keine Planken einsetzen. Ich könnte höchstens... hier noch ein bisschen was mitmachen. Oder Wellblech. Hm. Ich glaube, auf der Seite nehme ich einfach erstmal Holz. So. 2 Holzwände. Will ich dann noch ein Fenster haben? Ne, ich mache mal 2 volle Holzwände. Okay, Holzwand. Das heißt, 8 brauche ich. Geh mal raus da. Danke. Insofern passt das auch ganz gut, weil ich genau 2 Holzstämme auf der Tasche habe. Oh, hier schon gar nichts mehr. Schnell nachlegen. Ja. Aber Wasser läuft. Let's fetz. Und nochmal. Ich finde hier diese Wände eigentlich sehr schick und verstehe echt nicht, warum ich da keine Palmwedel für brauche, denn die sind offensichtlich hier eingebaut. Mit verbaut. So. Okay, dann will ich Holzwand. Oh, nein, nein. Um Himmels Willen, ja. So ist richtig. Ach so, die muss ich erst bauen. Und gleich nochmal. Oder so. Mir auch egal. Ja. Das würde ich jetzt mal langsam, aber sicher als Haus bezeichnen. Hier, zang, geht's raus.
Hier habe ich meine Terrasse. Hier müsste noch ein bisschen Caipirinha oder so kann man hier anbieten. Wäre schön. Ein paar Stühle müssen da vorne noch hin. Klar. Sieht gut aus. Gefällt mir. Karibische Träume. Ne, wir sind gar nicht in der Karibik. Das ist ja der Pazifik und der ist manchmal etwas wilder, aber auch die Karibik ist ja nicht ohne. Oh, aber heute richtig schön. Und wenn ich dann auch noch ein Bett habe, dann sage ich Tschüss, Unterschlupf. Naja. Er steht da. Vielleicht kriege ich ja mal ein Haustier. Und das kann ich dann Freitag nennen oder so. So, mal gucken. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Dann hole ich mir wieder Holz. Uah. 43 Tage überlebt. Und das wird noch mehr. Hier habe ich auch noch eine Lampe. Hier habe ich auch noch eine Abfallplanke. Die nehme ich mal gleich mit. Das müsste jetzt alles leer sein, ne? Ja. Okay. Dann geht's hier weiter. Ich glaube, mir geht nicht, ja. Boah, anstrengend. So Bautätigkeit, aber wie gesagt, langsam wird's was. Langsam, aber sicher. Okay. Wie mache ich jetzt da oben weiter? Soll ich hier auch noch eine Terrasse bauen? Ich komme jetzt schon auf dumme Gedanken. Fände ich ja nicht schlecht. Ich überlege gerade, wie ich das so ein bisschen ökonomisch mache, dass ich vielleicht mit verschiedenen Materialien baue. Oh, es wird dunkel. Ich hatte noch so viel Blech. Ja, da. Eins. Kein Platz im Inventar. Ach ja, ich habe ja noch das Holz. Der Stapel ist voll. Dann werfe ich die einfach mal so ab hier. Die werden ja wohl nicht wegwehen. Okay, der Holzstapel ist natürlich ordentlicher. Ich gebe es ja zu. Aber... Hey, ich sehe nichts mehr. Ich bin geblendet. Uah. Egal. Was wollte ich? Richtig, das Blech. Blech, Blech, Blech. Irgendwo in der Kiste war Blech. Da. 1, 2, 3, 4. Ich weiß nicht genau, wie viel von dem Wellblech ich brauche, um hier Wände hochzuziehen. Werden wir ja gleich sehen. Gewelltwand. Ich will aber gerne wissen, wie viel ich dafür brauche. Zwei! Das heißt, es wären zwei Wände. Und eine Gewellthalbwand. Ich mache erstmal Gewelltwand. Song. Die Rückseite, die mache ich aus Wellblech. Da würde hier ja auch diese Containerwand gut passen. Und vorne arbeite ich mit Holz. So, nochmal. Gewelltwand. Na? Okay. Ich glaube für Licht. Momentan brauchen wir nicht über Licht zu reden, weil es wirklich nur richtig da ab da oben. Immerhin gibt es Wasser. Auch schnell mal was trinken hier. So. Halt, Uhr. Ich kann noch was trinken. Dann gehe ich noch rüber und trinke da auch noch mal. Trinken, Junge. So.
Jetzt habe ich nur ein kleines bisschen Hunger. Irgendwo habe ich schon wieder einen Setzling gesehen. Bah. Zielgenau erlegt. Boah. Und hier Palmensetzlinge ohne Ende. Wer weiß, vielleicht brauche ich gleich auch noch wieder Seile. Dann kommen sie mir gerade recht. Aber ich habe ja auch noch zwei Stapel. Auf jeden Fall mehr als reichlich. Und da hinten dürften ja auch noch die, genau, die Yucca-Palmen stehen. Also, da habe ich keinen Mangel. So, hier würde ich natürlich auch gerne mit Blech arbeiten. Hier müsste ich auch noch Blech haben, ja genau. Eins, zwei. Nee, so viel brauche ich gar nicht. Ich glaube, ich brauche nur einen. Okay. Denn die Idee ist jetzt hier beim Treppenaufgang eine Halbwand zu bauen. Sorgt auch für hinten mal für so ein bisschen Licht. Halbwand, da ist er. Obwohl, es sind ja sowieso genug Lücken dabei, sehe ich gerade. Es zieht so ein bisschen in der Hütte. Aber es sorgt für ein angenehmes Raumklima. Sagen wir es mal so. So, jetzt können wir mit Holz weitermachen. Ach, die eine Planke wollte hier noch loswerden. So, rein da. Okay, denn Holzstamm. Einmal hier rüber. Das wird jetzt verachstet. Eins, zwei, drei, vier. Hier würde ich natürlich auch gerne noch ein paar Fensterchen hinmachen. Ach so, wieder falsches Werkzeug. Immer das richtige Werkzeug in der Hand, sonst geht das nicht. Sonst wird das nichts, meine Freunde. Okay. Einmal. Ich überlege gerade. Lohnt es sich? Ja, ich wechsle jetzt mal wieder. Eins, zwei, drei, vier. Erst arbeite ich im Dunkel, dann arbeite ich beim heftigen Gewitter. Und gleich arbeite ich wieder im Dunkeln. Ich kenn's doch. Naja, immerhin, man soll das Wasser vom Himmel nicht missachten. Das nehme ich auch gerne. So, dann Hammer. Hier mache ich auf jeden Fall erstmal wieder eine Halbwand hin. Ich könnte mir vorstellen, dass ich dann hier mir vielleicht ein Bett baue. Hm. Oh, hallo Krabbe. Noch eine obere Terrasse? Oder eine Terrasse hier auf die Seite? Das könnte ich natürlich machen. Eine kleine Terrasse. Das ist eine Idee. Das machen wir. Dann machen wir hier mal einen Holzbogen hin. So. Ja. Was ist denn los? Jetzt. So. Das wird eine wunderschöne Patchwork-Hütte. Gefällt mir. Okay. Wie viel Holz habe ich noch? Drei? Ein bisschen krumm, ne? Oh, ich wollte mal gucken, ob eventuell mal wieder ein Piniensetzling nachgewachsen ist. Das letzte Mal habe ich ja hier so ziemlich alle Piniensetzlinge platt gemacht und abgeerntet.
Überall sind Palmsetzlinge. Ist denn ein Pinensetzling nachgewachsen? Oh oh. Holz ist echt das große Problem. Die Pinensetzlinge scheinen nicht nachzuwachsen. Jedenfalls längst nicht in der Geschwindigkeit, wie es die Palmensetzlinge machen. Die sind immer wieder da. Aber wie gesagt, ohne die läuft auch gar nichts. Hätte man sowas anpflanzen können? Holz! Oh, danke. Das ist mit Sicherheit ein Piniensetzling. Mal gucken. Ich kann ihm nichts tun. Er ist im Stein vergraben. Eingemauert. Armer Setzling. Aber sonst? Nö. Passiert hier nichts. Okay. Von hinten sieht es schon mal sehr lustig aus. Okay, hier dieses Loch ist ein bisschen arg groß. Und die Tür ist laut. Kann ich Öl herstellen? Fischöl, ja klar. Theoretisch. Mal so ein Tropfen Öl wäre nicht schlecht. Okay, so, jetzt habe ich auf jeden Fall wieder 4 Stücke Holz. Das heißt, ich kann hier schon mal wieder eine normale Wand hinbauen. Okay. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie mache ich denn das mit dem Dach? Achso, ich brauche wieder Holz. Für Dach brauche ich ja auch Holz, oder? Jo. Holz, Dachdecke, Holz, Holz. Und dann geht's gleich auf Ziegel. Gut, dazu müsste ich noch ein bisschen arbeiten. Dazu müsste ich eben noch eine Ziegelbrennerei und sowas bauen. Kommt auch noch. Aber ich denke, ein Holzdach, das passt auf jeden Fall besser. So, also hier haben wir Holzdachmitte, Holzdachecke. Das heißt, da werden wir 4 von brauchen. Und wahrscheinlich dann nur 2 hiervon. 16, 24 Holz. Also Stöcke, Stäbe. Ich hole mir schon mal wieder Neues. Ich meine, noch eine Kiste hätte ich auf jeden Fall noch. Ob ich das Dach komplett fertig kriege, weiß ich nicht. Es fehlen ja auch noch ein paar Wände. Aber ich bin doch ganz erheblich weitergekommen. Hier sind noch 2. Halt. Und hier ist noch sogar noch voll. So. Das sind schon mal 16. Das wären schon mal die Ecken. Hier haben wir auch noch ein bisschen Holz liegen, aber ich brauche ja auch zum Kochen noch Holz. Das darf man auch nicht vergessen. So, fallen lassen, fallen lassen, fallen lassen. Fallen lassen, ja. Fallt so richtig durcheinander, das ist mir doch egal. Mach doch. So. Ich nehme mal gleich 2. Ich will wenigstens so ungefähr sehen, wie das dann hinterher aussieht. Okay, Hammer. Holzbodenkeil, Holzboden, Holzbodenfundament. Nein, das will ich alles gar nicht. Ich will jetzt Dach. Holzdachecke. Holzdachhaube werde ich hoffentlich nicht brauchen. Ich mache erstmal eine Holzdachecke und die müsste... Ja, so ungefähr habe ich mir das... Dach, nur nicht so. Genau, so müsste es aussehen. Die haue ich mal zusammen. Okay. Gleich nochmal. Mist. Holzdachecke. Diesmal hier hin.
drehen. Genau. Das wird sie. Meine zweigeschossige Hütte. Okay, es sind noch ein paar Lücken drin, aber wir nähern uns langsam der Fertigstellung. Ich darf noch nicht vergessen, irgendwann muss ich hier auch mal zumachen. Aber das würde ich schon mal als Hütte bezeichnen. Oh, und einen Haken brauchen wir ja auch noch. Es wird auch schon wieder dunkel. Ich glaube, ich habe die letzte Nacht komplett durchgearbeitet und es wird schon wieder dunkel. Ich mache jetzt mal ein bisschen Päuschen. Ja, ich habe auch schon wieder Hunger und Durst. Und ich denke, ich gönne mir mal einen schönen Abend und einen schönen Sonnenuntergang. Und deswegen bedanke ich mich erstmal bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war nicht zu langweilig. Aber wir haben extrem Fortschritt gemacht. Das würde ich schon mal sagen. Also bisher hat es sich wirklich gelohnt. Und langsam fühle ich mich ja echt zu Hause. Ist schon ganz schön. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich jederzeit über ein Like. Ansonsten auch über Kommentare. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Dann mache ich noch so ein bisschen weiter und ich denke, dann muss ich schon wieder los und neues Holz anschaffen. Aber irgendwann will ich auch mal neue Inseln kennenlernen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Wir sehen uns. Macht's gut. Tschüss.